3, 2, 1, tschüss! Wieso tschüss? Time is out. Herzlich willkommen zu einer wunderschönen Runde Hand Showdown. Heute mit der besonderen Challenge, wir spielen zusammen, aber wir spielen gegeneinander. Ja. Ja, die Axt-Challenge, beziehungsweise die Nur-Nahkampf-Challenge, wer die meisten Spieler Nahkampf gemacht hat, der gewinnt die Challenge. Zombies und so zählen nicht, Teamkitzel natürlich auch nicht. Zweitrangig zählt dann, wer am längsten überlebt hat. Also, es geht am Ende darum, wer am längsten hier drin ist. Wir wissen es alle. Okay, müssen wir beieinander laufen oder müssen wir uns aufteilen oder wie? Das ist dir überlassen, Sven Wittemus. Hilfe! Oh Gott. Ah, wir haben nur ein Ziel, wir haben nur den Butcher. Am Tag, das heißt eigentlich sowohl gut als auch schlecht für uns. Ich bin ein bisschen überfordert gerade. Tja. Du musst Hand spielen, Sven. Und dabei geht eine Axt. Kriegst du. Brentia! Was? Brentia? Ja. Deswegen, einfach Hand spielen. Quasi vorsichtig und lautlos. Und die Gegner machen. Oh Mann. Du musst einfach die Jägerin werden. Innerlich. Die genau. Jägerin sagt ja. Ja. Hat einfach das Pferd verprügelt. Wir haben natürlich auch den Trio-Modus, das heißt, wir haben quasi einfach drei andere gegnerische Teams, was es natürlich noch ein bisschen schwieriger macht. Vielleicht macht ihr auch gerade die Challenge. Wäre lustig. Willst du Noobs werden? Auf jeden Fall. Weil das für. Aus dem Noob-Sicht, beziehungsweise als Starter-Sicht, das ist tatsächlich sehr sinnvoll, Nahkampf. Als das Sven wieder rumläufst. Was denn? Sven hat einfach dauerhaft die Axt oben. So läuft er durch die Welt. Für den perfekten Angriff. Und am Ende, wenn es soweit ist, verdrückt er sich, lässt los und stirbt. Wow. Ja, ist ja nicht so. Also damit ist eigentlich auch fast ausgeschlossen, dass wir den Boss machen können. Eigentlich schon, ja, aber es ist der Butcher. Ja. Ich meine, er zählt dich halt an im Gegensatz, aber hey. In dem Haus drin, oder? Ja. Spieler? Ja. Nee. Geil. Geil. Aber wenn wir die jetzt schlagen mit der Axt, dann sind die tot, oder? Oh, warte mal. Da war gerade aber eine Explosion. Ja, dann den Butcher geweckt. Da war eine Butcher-Aktion. Butcher, Butcher, Butcher. Das heißt, sie sind direkt beim Butcher. Nase juckt. Ach. Da ist ein Spieler. Ja, du hast den auch gesehen, ne? Ja. Ich nicht. Mach für nichts. Meiner. Oh Gott, der hat geguckt. Hat geguckt, ja. Oh, wie dumm ist das? Also, es sind auf jeden Fall zwei. Den Tipp gebe ich euch auch. Ja. Ja, das ist ein Safe 2. Das ist richtig dumm. Ja, der hat gerade geguckt. Drei Leute mit Axt. Warte, ich hab die Idee. Hallo? GG. Ja, wieso GG? Ja, der auf 3. Stürmen wir, okay? Du rennst vor. Scheiße, da rennt er nicht vor. Oh Leute, der hat mich gesehen, safe. Ja gut, damit steht das erste. Da ist direkt einer oben. Ich kann doch mal luren. Ja, lur mal. Hallo? Lur mal und stirb. Oh Gott. Ha! Hey! Sind auf jeden Fall noch im Haus. Ja, ja. Die eine ist auf dem Balkon oben. David macht wieder Sachen. Wo bist du eigentlich? Über uns? Ja. Ja, ich bin über euch. Wie gesagt, die eine ist auf dem Balkon. Lock die mal hierher und dann hauen wir dir voll ja, rein. Ja, tu ich doch schon. Oh oh. Feuer? Ja, heiß. Auf dem Dach. Feuer heiß. Wollt ihr jetzt nicht kommen oder was ist los? Halt die Umgebung im Auge, Sven. Die haben geschossen auf mich!
auf mich! Ich bin tot! Warum? Big Boss hat mich fertig gemacht. Nein, ich bin tot! Lebt noch einer? Ich hatte fast einen! Ach, Yannick lebt natürlich wieder. Rechts, da wo meine Leiche ist, ist einer rausgegangen. Links von meiner Leiche war auch meiner. Mama! Ja, GG. Mama! Mein Körper brennt. Ja, GG. Ja, Versuch 2. Ja, ne? Also 1-0 für Yannick? Ja. Oder? Ja, 1-0 für Yannick. Okay, dann machen wir besser 3, oder? Weiß nicht, wenn dann... Wenn die nächste Runde eine Stunde geht, nicht. Ne. Okay. Jetzt zurück zum Menü, richtig? Ja. Mein Gedanke gerade war einfach, warum spielen wir dich einfach im Team? Ist doch eh schon scheiße. Gut. Also Leute, wir spielen weiter als Runde 2. Wir spielen wieder als Team. Team, aber gegeneinander. Ach, jetzt spielen wir als Team? Okay. Ja, wir spielen sowieso als Team. In Team gegeneinander. Ich bin ehrlich, wenn wir einen kriegen, ist mir das lieber, als wenn ich verliere. Also ich kann lieber euch einen Punkt, als diese Scheiße nochmal so machen wie gerade. Genau. Weil gerade eben war eh einfach scheiß Situation, aber hey. So ein bisschen scheiß Situation, ne? Mhm. Warte, wir auf den Schein. Oh Gott, der brennt! Wer brennt? Der Headshot hat gebrannt. Der hat nicht gebrannt. Doch, der hat kurz gebrannt. Du brennst gleich. Hä? Der hat kurz gebrannt, Yannick. Ja, meine Augen brennen, wenn ich dich sehen muss. Yannick, du weißt, wo am besten, wo der ist, oder? Im großen Gebäude, beziehungsweise davor. Mhm. Aber es sind noch sehr viele Zombies, also über uns, genau. Ich würde sagen... Sven, nee. Ja, ich hätte aus Versehen noch gedrückt gehabt. Hey! Zombies hinter dir, Sven. Achtung. Ja, es muss hier sein, oder? Alice Farm. Sonst hätten wir schon eine Benachrichtigung bekommen, wenn wir in der Nähe gewesen wären. Warte, hier ist nämlich noch ein Hinweis. Das ist ja Alice Farm. Und der Assassin ist entweder Viehzucht oder Dogs bestimmt. Ich sag, der ist da. Dafür, geh mal auf den Sprachschild drauf, Boy. Ich sag, der ist da. What the fuck, war ich schon wieder Sprachschild oder was? Bin ich jetzt draußen? Ja. Nein. Doch. Wenn da rechts ein blauer Balken ist, dann bist du raus. Also, dann bist du drin. So rum. Also, jemand, da sitzt jetzt jemand drin, oder wie? Wow. Nee, der Boss. Ach so. Das haben wir schon mal gehört. Ja, die sind auf jeden Fall nicht weit weg, sagen wir es mal so. Hm. Ja, wollen wir mal Farmhaus reingehen? Ich hab Schüsse. Naja. Und wir sind da. Geh rein. Ducken. Da ist der übrigens, hier. Da. Ja, boah, das ist süß. War ein Süßer. Ja, GG. Ja, nice. Ich wollte die Punkte. Du kommst hin. Was? Was komm ich nicht? Hier ist eine Leiter, David. Ich komm wieder hoch. Also eigentlich wäre das so eine Runde. Okay, wir machen die Batschau, können abhauen, weil die alle auf Assassine konzentriert sind. So eine Runde ist das gerade. Sollen wir die Batschau versuchen mit Arzt? Das ist Selbstmord. Oder mit Machete? Also eigentlich ist es Selbstmord. Ne, Machete ist noch viel Selbstmord, aber... Mörderer. Weißt du was? YOLO? Da wird er schon aufgegeben. Gut, wir bleiben nur noch 2. Ich hab mein Teil getan, Leute. Jetzt sind wir dran. Hey. Ich hab schon fast die Hälfte an Damage gemacht. Leute. Ja, Sven ist jetzt dran. Ich. Ja, ich war da drin, David war da drin. Du bist der Nächste. Weißt du, dass so diese, wie bei den 12-Jährigen, diese Mutproben. Alter, Sven hat hier eine Lampe und nimmt die nicht. Feuer bringt gegen den nichts.
Gift bringt was gegen den. Feuer macht ihm nichts aus. Level kaum. Das. Ja, hat ein bisschen Damage gemacht. Das halt, da würdest du Feuer-Pokémon gegen Feuer-Pokémon kämpfen lassen, weißt du? Sam, ja. Ich würde nicht so rumlatschen wie du. Ich würde warten, bis der vor dir auftaucht hier. Ich hab Angst. Warte schon, jetzt komm, ich will meine Mutprobe machen. Jetzt auf! Was war das denn? Hundeback, ein Schlag? Ihr habt dir gerade drei Schläge gegeben. Ja, ich kann das nicht so gut. Yannick, machst du mit? Siggi, Junge. Siggi, Junge. Als ob wir den Butcher hatten. Haben wir gerade den Butcher mit der Axt getötet? Ja, haben wir. Und jetzt kriegen wir Aufmerksamkeit. Alles erreicht im Leben. Geil. Ja, dann, GG. Ja, bist du tot. Ja, ihr müsst gucken. Ihr seid dran, wir gucken. Ihr habt den Hack dann. Na, ich guck zuerst. Ja, den willst du den haben? Ne, also da glaube ich, kommen wir hier weg. Ja, ne, ich vertraue euch doch. Wie macht das? Sven, ich guck zuerst. Okay. Deins hebst du erstmal auf. Deins hebst du erstmal auf. Ich guck zuerst. Da kommt was, glaube ich, aus Westen. Guck mal. Ne, ich sehe nichts. Ich habe nichts gesehen. Wir können also eigentlich weg. Sven, aufnehmen. Habe ich. Hast du? Mit 5 Tok. Ach, hier mit 11 Tok. Ja, hier ist leer. Ja, hast du. Sonst sieht man um links. Okay. Und wie gucke ich mit E, ne? Ja, das ist die Fähigkeit. Du hast aber nur 5 Sekunden, deswegen sparsam. Okay. Du kannst quasi 360 innerhalb von einer Sekunde nutzen. Schade. Ab nach Osten, mein Freund. Ja? Oh Gott! Wenn du dann das nicht mit E. Ach du Scheiße, ey. Gut, dass nichts im Wasser war. Ich hab nichts gesehen. Okay. Ich kann hier nicht vorbei. So. Ich würde sagen, wir gehen an den Rand und dann nach unten, oder? Und da ist, da ist der Meuchler. Was würdet ihr sagen? Was meinst du? Ja, was würdet ihr sagen? Rand und dann runter? Also wenn ihr nichts in der Sicht seht, könnt ihr am besten direkt drauf. Weniger Zeit verschwinden. Okay. Also daran können wir es ja festmachen. Wie viele Sekunden hast du noch? Ich habe noch eine. Die würde ich mir gerne aufheben. Ja, dann gucke ich gleich, was das dazu macht. Soll ich im Chat gucken? Ja, warte mal ganz kurz. Ich hasse dieses Menü. Also jetzt können wir direkt drauf. Da ist das Boot. Ich guck noch mal. Ja, ich habe jetzt nichts gesehen. War so eine Feueralte oder was? Stillwater Bernd. Das wäre dann gucken nochmal die restlichen Sekunden. Ja, nutz es. Ne, hier ist safe. Nice. Angriff! Nice one. Geil. Nice. Wir haben richtig reingetrollt und haben was gerissen. Das ist unglaublich. Ah, ich bin total voll aller Zeit.
Das ist ja die krasseste Folge ever. Ja, wir machen Action. Wir machen jetzt eine Mutprobe. An Bunchertour. Ja, da gehen wir. Also. Easy Game, Alter. Oh, easy. Mann. Oh, ja, Leute, das war Han Showdown. Wir zeigen jetzt nochmal natürlich die Endstats, um zu gucken, wie viele Punkte wir so gemacht haben mit unseren krassen Jägern und unserer fest eingemachten Taktik, die wir dadurch bekommen haben. Und kann man viel vermaken? Ich find's krass, dass wir das gemaked haben. Aber richtig krass. Ein bisschen, ne? Ja. Das war Han Showdown. Schaut bei David vorbei. Twitch.tv/GodOfNightmare auch in der Videobeschreibung zu entnehmen. Schaut bei Sven vorbei, er führt den Kanal ja alleine mittlerweile. Und bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao. Du bist ein Labersack, ne? Running. Look at my life, feel my pain. When it comes to me, you are not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining, look at my life, feel my pain. When it comes to me, you are not the same. This is so far from a game.